Hi, schön, dass du hier bist. Als Psychologe möchte ich dir nun mein Rezept für einen super leckeren Gute-Laune-Smoothie nennen. Ich werde dabei natürlich auch immer die einzelnen Besonderheiten der Lebensmittel erklären. Weintrauben enthalten eine Menge B-Vitamine und Magnesium. Diese Mineralstoffe unterstützen die Nervenfunktion, machen dadurch ausgeglichen und glücklich. Bananen wiederum enthalten die Aminosäure Tryptophan, die im menschlichen Körper zu Serotonin umgewandelt wird. Serotonin kann nachweislich innere Unruhe lindern, da es die Stimmung reguliert. Außerdem enthalten sie auch viel Vitamin B6, was ebenfalls die Freisetzung von Serotonin und Dopamin beeinflusst. Beeren stecken voller Anthocyane, eine Form der Antioxidantien, die die Stimmung heben können. Vitamin C-Bomben wie Blaubeeren bzw. Heidelbeeren können auch die Produktion des Stresshormons Cortisol reduzieren. Durch das in Chili enthaltene Capsaicin werden Endorphine ausgeschüttet, die Glücksgefühle auslösen. Die intensiv schmeckenden ätherischen Öle von Ingwer sorgen für Entspannung. Benutze für deinen Gute-Laune-Smoothie doch am besten eine gute Handvoll Trauben, eine Handvoll Blaubeeren, eine Banane und je nach Belieben etwas Chili. Hier bitte aber aufpassen, dass es nicht zu scharf wird. Ah ja, und etwas Ingwer. Du kannst je nach Belieben Wasser, Milch oder zum Beispiel Mandelmilch hinzufügen. Ich für meinen Fall fülle das Behältnis mit Mandelmilch auf. Und das Ganze dann gut mixen. So, dann kosten wir mal, ob das Ganze wirklich so gut ist.